Nach meinem letzten Video meinten einige Leute, die Gasmenge in einer Flasche wird nicht in Litern, sondern in Barlitern angegeben. Warum das Schwachsinn ist, erfährst du jetzt. Moin, Sebastian hier. Und auf mein letztes Video haben sich einige Leute gemeldet und ich traue mich kaum, das zu sagen, da waren sogar Tauchlehrer dabei. Und sie meinten, der Inhalt von Flaschen würde nicht in Litern, sondern in Barlitern angegeben. Und es tut mir leid, das so hart sagen zu müssen, aber das ist einfach nur Schwachsinn. Bullshit! Ich werde dir jetzt zunächst einmal ganz einfach erklären, warum das Schwachsinn ist. Und anschließend werde ich dir das Ganze ausgehend von der idealen Gasgleichung nochmal ein bisschen physikalischer herleiten. Die ganze Verwirrung, die kommt von dieser kleinen Formel hier oben. 24 Liter mal 200 Bar gleich 4800 Liter. Und ich kann ehrlich gesagt verstehen, wo da die Verwirrung herkommt, wo das Problem liegt. Bar mal Liter, das sollte doch eigentlich Barliter ergeben. Aber machen wir mal einen Schritt zurück und fragen uns, was wir eigentlich mit der Formel ausrechnen wollen. Wir wollen doch ausrechnen, wie sich das Volumen einer gegebenen Gasmenge ändert, und zwar in Abhängigkeit vom Druck. Und jetzt stell dir mal vor, deine Doppel-12 strömt in 30 Metern Tiefe ab. Wenn du jetzt das neue Volumen ausrechnen würdest, würdest du doch rechnen 24 Liter mal 200 Bar, der Flascheninhalt, den haben wir ja schon ausgerechnet, geteilt durch 4 Bar. Das ist der Umgebungsdruck in 30 Metern Tiefe. Jetzt würden sich die beiden Bar rauskürzen und 1200 Liter würden überbleiben. Ohne Bar. Und wie sähe es an der Oberfläche aus? Wir könnten genau die gleiche Formel verwenden, nur wir würden nicht durch 4 Bar teilen, sondern durch 1 Bar. Und wieder kürzen sich die beiden Bar raus, überbleiben 4800 mit der Einheit Liter. Und an der Stelle war ich in meinem letzten Video ein bisschen ungenau. Ich habe nicht durch 1 Bar geteilt. Das habe ich aber absichtlich nicht gemacht, weil es erfahrungsgemäß den Schülern mehr Verwirrung stiftet, als dass es ihnen nützt. Die meisten Schüler sind jetzt nicht so sehr hinter den Einheiten her, als dass es wirklich was bringt, wenn man nochmal geteilt durch 1 Bar hinschreiben würde. Im Gegenteil, es tendiert eher dazu, die Schüler zu verwirren. Deswegen habe ich das weggelassen. Wenn du ganz genau sein willst, dann schreib die Formel so, wie sie hier unten steht, aber hör bitte auf, von Barlitern zu sprechen. Und jetzt habe ich dir noch eine etwas physikalischere Herleitung versprochen, und zwar ausgehend von der idealen Gasgleichung. Kurz zur Erklärung, was sind ideale Gase? Ideale Gase, da gehen wir davon aus, dass es zwischen den einzelnen Gasatomen oder Molekülen, je nachdem über welches Gas wir sprechen, keine Anziehungs- und keine Abstoßungskräfte gibt. In der Realität sind solche Kräfte vorhanden, deswegen ist das Ganze eine physikalische Vereinfachung. Wenn wir mit Luft oder mit Nitrox tauchen, ist das im Bereich, den wir hier verwenden, bis 220, 230 Bar, aber vollkommen in Ordnung und nah genug an der Realität. Die ideale Gasgleichung sieht folgendermaßen aus. P mal V gleich N mal R mal T. Klingt auf den ersten Blick kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. P mal V, das ist Druck mal Volumen. Hatten wir ja eben auch schon in der anderen Formel. Das N, das ist die Stoffmenge. Einfach gesagt, sowas wie die Menge an Gas, über die wir hier reden. Und weil wir über das Gas in einer Flasche reden und kein Gas hinzufügen oder herausnehmen, ist die Stoffmenge in unserer Rechnung konstant. Das ist ganz wichtig. R, das ist die Gaskonstante. Das ist eine physikalische Größe, 8,314 und so weiter Joule geteilt durch Mol mal Kelvin. Was das genau ist, ist jetzt relativ unerheblich für das, was wir hier rauskriegen wollen. Wichtig ist mir, dass es eine Gaskonstante ist. Wie der Name schon andeutet, auch diese Zahl ist konstant. Und T ist die absolute Temperatur, gemessen in Kelvin. Und auch hier nehmen wir mal an, dass die Temperatur konstant ist. Mir ist schon bewusst, dass sich die Temperatur, wenn man den Druck eines Gases ändert, ebenfalls ändert. Aber in der Berechnung, die wir eben gemacht haben, haben wir die Temperatur nicht mit berücksichtigt. Und wenn es darum geht, den Flascheninhalt auszurechnen, das heißt die Flasche, die wir langsam leer atmen, wie viel Gas kommt da raus, dann nimmt die Flasche eh die Umgebungstemperatur an. Das heißt, das ist tatsächlich auch eine Größe, die man in der Praxis für den Anwendungsbereich, den wir hier haben, vernachlässigen kann.
Das heißt, n, r und t sind alle konstant. Und das bedeutet auch, dass das Produkt n mal r mal t auch konstant sein muss. Das heißt, wir können schreiben p mal v gleich k, wie konstant. Das heißt, wenn der Druck steigt, muss das Volumen fallen. Und wenn der Druck fällt, muss das Volumen steigen, damit das Ergebnis konstant wird. Also wenn p mal v konstant ist, dann können wir doch einfach schreiben p1 mal v1 gleich p2 mal v2. Muss ja auf beiden Seiten dasselbe stehen. Und wenn wir jetzt das neue Volumen v2 ausrechnen wollen, dann können wir doch einfach v1 mal p1 geteilt durch p2 rechnen. Und, oh Wunder, das ist dieselbe Formel, die hier auf der linken Seite steht. Muss ja auch so sein, ne? Das heißt, wenn du einen interessierten Schüler hast, der nach dem Bar fragt, wo ist denn das Bar hin, dann zeigst du ihm die linke Spalte und hast das Thema in einer Minute erklärt. Und wenn du einen Klugscheißer im Kurs sitzen hast, der einfach nur meint, er wüsste alles besser, dann nimmst du einfach die rechte Spalte und kannst ein bisschen angeben. Und dann ist das Problem auch gelöst. Ja, das war's. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du hast ein bisschen was gelernt. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal für Kurse, für Training. Weißt du schon, schau unten in die Videobeschreibung. Versprich mir, dass du nie wieder von Barlitern sprichst. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.